Sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten, wer einmal arm wurde, bleibt zunehmend länger arm als in der Vergangenheit. So titelte gestern der Spiegel und bezieht sich damit auf den frisch veröffentlichten Datenreport 2021, den Sozialbericht für Deutschland. Und ich falle gleich zu Beginn meiner Rede mit der Tür ins Haus und sage ganz deutlich, ich werde nicht schweigen, wenn Armut in unserem Land, in unserem reichen Land und insbesondere Armut von Kindern und Jugendlichen weiter existiert. Ich werde immer und immer wieder darauf hinweisen, wie und dass wir Kindern ihre glückliche Kindheit nehmen und sie an glücklichen Zukunftschancen hindern. Das muss genauso deutlich angesprochen werden und immer wieder. Hier geht es nicht nur um Generationengerechtigkeit, hier geht es auch darum, wie wir mit den schwächsten Gliedern unserer Gesellschaft umgehen und wie wir ihnen ihre Bedeutung vorleben. Meine Damen und Herren, das, was wir jetzt tun oder was wir jetzt versäumen, wird über die Zukunft unserer Gesellschaft maßgeblich entscheiden. Und nein, es geht keine Nummer kleiner. Sowohl der bereits genannte Datenreport als auch die Antwort der Landesregierung zeigen, dass sich die Armutszahlen eben nicht nur verstetigen, sondern es immer schwerer wird, aus Armut wieder herauszukommen. Es klingt nun sehr technisch, sehr akademisch, aber ich sage Ihnen, Armut hat ein Gesicht in Deutschland. Insbesondere Kinder und Alleinerziehende sind von Armut betroffen, sind von Armut gefährdet. Die Armutsgefährdungsquote liegt in Sachsen-Anhalt laut Antwort der Landesregierung bei 27,3% der Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. Bei Alleinerziehenden bei fast 60%. Nach wie vor gilt, Kinder machen arm. Und das ist ein Satz, der wehtut, auszusprechen. Was bedeutet Armut? Armut für Kinder, für Jugendliche, für Familien. Familien in Armut leben häufig in beengten Wohnverhältnissen. Familien in Armut verfügen entweder über keine oder über nicht ausreichend sogenannte Endgeräte, um tatsächlich an einem digitalen Unterricht teilzunehmen. Familien in Armut haben nicht die Möglichkeit, auch nur einmal im Jahr in den Urlaub zu fahren. Und Sie wissen, dass wir als Fraktion schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube in diesem Jahr werden es 25, einen Soli-Fonds haben. Es gab mal einen SPD-Kollegen, der dort einzahlte, wo wir unsere Diäten hinspenden und wo Menschen in sozialen Notlagen sich an uns wenden können und Hilfe bekommen. Und mir geht es immer kalt über den Rücken, wenn ich mich insbesondere an einen jährlich wiederkehrenden Antrag erinnere, wo eine Mutter, Herr Borgwardt, wo eine Mutter jedes Jahr Geld für ihre Tochter beantragt hat, damit sie an einer Ferienfreizeit teilnehmen kann. Und sie hat uns jedes Jahr darum gebeten, das Geld bitte direkt an den Träger zu überweisen. Und was will ich damit sagen? Armut bedeutet eben auch immer den Verlust von Würde. Und Kinder spüren genau das. Die ISS-Langzeitstudie der AWO hat genau das herausgearbeitet. Kinder und Jugendliche wissen und lernen schon früh, was es bedeutet, arm zu sein. Sie spüren die Ausgrenzung. Sie wissen, dass sie um ihre Chancen im Leben immer härter kämpfen müssen als andere. Ich will damit nicht sagen, dass diese Kinder nicht glücklich sind, dass sie sich nicht auch in ihren Familien wohlbehütet und aufgenommen fühlen. Doch sie machen eben Erfahrungen und sie erleben in schon frühem Alter Entbehrungen, die einer glücklichen Kindheit hinderlich sind. Und, das muss auch deutlich gesagt werden, bittere Wahrheit ist eben auch, dass Menschen, die in Armut aufwachsen und später in Armut leben, 10 Jahre früher sterben. Das ist Ergebnis einer Langzeitstudie des Robert-Koch-Instituts. Und ja, wir reden über Deutschland im Jahr 2021. Das ist völlig inakzeptabel. Und nun ist die spannende Frage, was kann bzw. was muss Politik tun, um Armut zu verhindern oder mindestens die Folgen von Armut abzumildern? Und gleich vorweg, nein, ich denke nicht, dass der Landtag von Sachsen-Anhalt allein das Problem lösen kann und auch allein der Bezug oder der Fingerzeig auf den Bund wird nicht ausreichen. Wir brauchen ein Zusammenwirken aller Ebenen, Kommune, Land und Bund. Und dabei ist natürlich einer der wichtigsten Schritte, und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass in Deutschland endlich eine Kindergrundsicherung eingeführt wird. Und wir können uns gerne über das konkrete Modell streiten. Es liegen inzwischen sehr viele verschiedene, auch aus allen politischen Ecken vor. Hauptsache, wir gehen es endlich an. Und ich möchte in diesem Zusammenhang natürlich auch über die Debatte um die Kinderrechte im Grundgesetz nicht außen vor lassen. Selbstverständlich hängt dieses Thema ganz eng im Grundverständnis zusammen.
Und die Tatsache, dass die Legislaturperiode im Bund wahrscheinlich zu Ende gehen wird, ohne dass sich CDU, CSU und SPD geeinigt haben, das ist armselig und das zeigt deutlich, welchen tatsächlichen Stellenwert den Kindern und Jugendlichen in Deutschland beigemessen wird. Ja, Kinder sind immer auch Teil einer Familie. Auch für sie gilt Artikel 6 des Grundgesetzes. Aber sie sind eben auch Menschen mit eigenen Rechten. Und dies durch das Festschreiben von Schutz, Förderung und Beteiligung im Grundgesetz hätte uns nicht nur als Gesellschaft gut getan, sondern hätte auch ganz konkret für erhebliche Verbesserungen für Kinder und Jugendliche beigetragen. Die Tatsache, dass wir hier in diesem Haus gemeinsam beschlossen haben, dass das Taschengeld und Geld aus Ferienjobs nicht mehr auf den Regelsatz angerechnet werden, war ein gutes Zeichen, ein erstes Zeichen aus unserem Landtag. Und Herr Ministerpräsident, Sie sind derzeit Chef im Bundesrat. Machen Sie dieses Thema zur Chefsache. Es gab bisher tatsächlich nur einen einzigen Ministerpräsidenten, der das Wort Kindergrundsicherung im Bundesrat angesprochen hat. Und das war Bodo Ramelow. Unterstützen Sie ihn. Sie haben den Rückenhalt dieses Parlaments. Nun fand im letzten Jahr erstmalig ein Kindergipfel statt und lassen Sie uns gemeinsam in Sachsen-Anhalt regelmäßig einen solchen Kindergipfel veranstalten, um Kinder und Jugendliche auch zu Wort kommen zu lassen, um nicht um ihre Interessen einfach hier zu vertreten, sondern sie zu kennen. Das wäre übrigens auch ein wichtiger Baustein in Sachen Demokratie und Demokratiebildung. Und gerade in den nächsten Jahren wird es auch darauf ankommen, welche Prioritäten wir hier in unserem Land setzen, welche Prioritäten wir auch im Landeshaushalt setzen werden. Die erweiterte Befreiung von Kita-Gebühren bei Geschwistern über das Gute-Kita-Gesetz wird bald auslaufen. Im Übrigen, ich denke, das wird eine Überraschung für einige Eltern, denen das so noch nicht bewusst ist. Lassen Sie uns weiter daran arbeiten, dass wir es schaffen, den Einstieg in die Kostenfreiheit voranzutreiben. Wir brauchen einen kostenfreien Zugang zu der Bildungseinrichtung Kita und selbstverständlich auch ein kostenfreies, gesundes Mittagessen. Und ein relativ neues, junges Projekt, aber die Kita-Sozialarbeit ist inzwischen in einigen Kommunen angekommen und auch schon hoch anerkannt als Präventivbaustein im Rahmen der sogenannten frühen Hilfen. Sie, also die Kita-Sozialarbeit und auch die Schulsozialarbeit, müssen wir als Schutz- und Hilfsnetz für Kinder und Jugendliche dringend erhalten. Und ich habe gestern Abend mit ca. 30 Sportvereinen konferiert und mit ihnen über ihre derzeitige Situation gesprochen, auch über das derzeit nur im Rahmen mögliche ehrenamtliche Engagement. Und ihre größte Sorge, und das haben alle deutlich gemacht, war die Situation von Kindern und Jugendlichen im Sport, für die Sport ein wichtiges Freizeitangebot darstellt. Und von den 11.000 inzwischen verlorenen Mitgliedern in unseren Sportvereinen in Sachsen-Anhalt sind tatsächlich 6.000 Kinder und Jugendliche. Eine Nachwuchssichtung, Werbung, das ist derzeit für die Sportvereine in unserem Land nicht möglich. Gleiches gilt auch für die Trainergewinnung, die für die Zukunft sehr wichtig sind. Das müssen wir im Auge haben, weil gerade der Sport im Land natürlich viele, viele Kinder und Jugendliche, über die wir hier reden, auch erreicht und die für sie auch ein wichtiger Ausgleich sind. Da müssen wir den Vereinen helfen, da müssen wir sie auch noch einmal mehr unterstützen, damit ihnen das besser gelingen kann in den nächsten Monaten und damit sie da auch einen Ausgleich schaffen können. Im Kulturbereich sieht es ähnlich aus, auch darüber haben wir hier bereits mehrfach gesprochen. Und lassen Sie uns die Kommunen, die teilweise nicht nur erkannt haben, wie wichtig Netzwerke frühe Hilfen sind, dass diese auch jetzt schon mit Leben erfüllt werden lassen, unterstützen wir die Kommunen darin, diese Hilfen zu verstetigen und auszubauen. Denn, und das ist eine Milchmädchenrechnung, könnte man fast meinen, je mehr Geld wir in den Kommunen für präventive Maßnahmen ausgeben, umso weniger Kinder müssen wir aus Familien herausnehmen. Und das ist nicht nur aus Sicht der Kinder sehr, sehr wichtig, die natürlich in ihrer Familie leben wollen, sondern die in der Kommune tätig sind, wissen, stationäre Unterbringungen sind die teuersten Maßnahmen im Kinder- und Jugendhilfebereich. Aber ich kann auch nett, und da wir uns ja kurz vorm Ende der Legislaturperiode finden, möchte ich auch ausdrücklich mit ein paar Dankesworten enden. Es ist ja nicht so, dass wir bei dem Thema, und wir haben tatsächlich öfter hier über das Thema Bekämpfung von Kinderarmut geredet, dass wir in dieser Legislaturperiode gemeinsam nicht nichts erreicht haben. Wir sind kleine, aber eben auch nicht unwichtige Schritte gegangen, auch parteiübergreifend, und das ist gut so.
Wir haben vor knapp 4 Jahren gemeinsam das Netzwerk gegen Kinderarmut in Sachsen-Anhalt gegründet, neben vielen gesellschaftlichen Akteurinnen, den Kirchen, den Gewerkschaften, Vereinen, Sozialverbänden, auch der Bundesagentur für Arbeit, den Tafeln, den Krankenkassen sind es eben auch, Sie sind jetzt schon nominiert, ich darf sagen, Kollegen wie Tobias Krull von unschätzbarem Wert, die sich eben sowohl im Parlament, aber auch außerhalb des Parlaments glaubhaft für dieses Thema einsetzen. Und ich lobe jetzt noch jemand von der CDU, auch wenn er nicht drin ist, mit Unterstützung des Bildungsministers konnte die Idee meiner Kollegin Monika Hohmann auf einen Trinkbrunnen in Kitas und Schulen als kostenfrei zur Verfügung stellen, des Trinkwassers vorangetrieben werden. Und wir haben, und daran möchte ich auch erinnern, hier im Hohen Haus gemeinsam einen im Netzwerk gegen Kinderarmut entwickelten Antrag auf Nichtanrechnung des Taschengeldes auf Transferleistungen und Nichtheranziehung des Einkommens der Jugendlichen bei stationären Aufenthalten zugestimmt und beschlossen. Und das war gut und richtig und wichtig. Und nicht zuletzt sind auch Veranstaltungen wie im 2019 im Rathaus von Magdeburg wichtige Bausteine, um dem gemeinsamen Engagement gegen Kinderarmut Gewicht zu verleihen. Dank an die Landtagspräsidentin, den damaligen Stadtratsvorsitzenden Andreas Schumann und auch der bundespolitischen Parteiprominenz aller demokratischen Fraktionen, die sich an diesem Tag klar positioniert haben. Und selbstverständlich, das ist das letzte Lob, es ist auch gut und wichtig, dass unsere Sozialministerin in der Jugendministerkonferenz sich stetig dafür einsetzt, dass es im Bund eine Kindergrundsicherung gibt. Und ich kann Ihnen heute und hier versprechen, wir als Linke bleiben bei dem Thema dran, wir werden dem Thema treu bleiben und gemeinsam für Mehrheiten, für eine Kindergrundsicherung, für Kinderrechte im Grundgesetz streiten und das nicht in Sonntagsreden, sondern hier im Parlament. Kinder haben ein Recht auf eine glückliche Kindheit, denn sie haben nur die eine und sie haben auch ein Recht darauf, dass ihnen die Türen in die Zukunft offen stehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wow.